Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir hier zusammen sein können, zusammen sein dürfen. Ich arbeite ja bei der Intermission und das sind Geschwister, die aus Sierra Leone heute bei uns sein werden und dienen werden. Und es ist ein Teil unserer Projekte. Und auch wenn ich sie bislang nicht so persönlich kennenlernen durfte, obwohl gestern habe ich schon einen Bruder kennengelernt, freue ich mich, dass wir hier einfach hören können, was Gott tut. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie hier proklamieren wollen, was wir alles erreicht haben, was wir getan haben. Es geht darum, dass Gott am Wirken ist, dass Gott Menschen verändert und dass gerade auch in Ländern, die es schwer haben, dass Gott dort am Wirken ist. Und da freuen wir uns sehr darüber. Und als ich gestern das Zeugnis von James gehört habe, da ist mir ein Wort in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, wie viel er in dieser kurzen Zeit sagen wird können über sein Leben, über seinen Werdegang. Wir hatten gestern eine ganze Stunde in Englisch, nur in Englisch, ohne Übersetzung gesprochen. Wir wollen aber auch heute noch das Wort Gottes hören. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel er da erzählen wird, aber ein Vers ist mir dann in den Sinn gekommen, ganz besonders. Und zwar aus dem Psalm 113, der Vers 7 und 8. Der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Gott erhebt Leute aus dem Staub. Die Geringen, die nicht geachtet werden, die macht er zu etwas Besonderem. Und als ich das Zeugnis von James hörte, ist es mir so aufgefallen. Er selber kommt aus sehr armen Verhältnissen. Er hat gesagt, dass er eine Matratze auf der Mühlhalde gefunden hat. Er hatte beide Elternteile verloren. Und musste irgendwie durchkommen. Und heute leitet er eine Schule. Und ich freue mich darüber, dass Gott durch ihn so wunderbar gewirkt hat. Er hat jemanden emporgehoben, der keine Möglichkeit für ein vernünftiges Leben hatte. Und heute darf er anderen dienen, damit es ihnen besser geht. Das macht Gott. Und immer wieder, wenn ich in seinem Wort lese, höre ich heraus, dass Gott ein ganz besonderes Herz für die Armen hat, für die Schwachen hat. Nicht, dass Arm alleine eine besondere Position uns gibt, aber Gott streckt sich aus, um Menschen zu helfen, die Not haben. Und da ist mir, ich habe heute mal so ein bisschen nachgeschaut, und Psalm 82, Verse 3 und 4 sind mir da so dann wichtig geworden. Und hier ist es Gott, der spricht. Und er sagt: Schafft Recht dem Geringen und der Weisen, dem Elenden und dem Bedürftigen, lasst Gerechtigkeit widerfahren. Rettet den Geringen und den Armen, entreißt ihn der Hand der Gottlosen. Das sagt Gott zu uns. Und er stellt sich zu diesen Menschen, zu denen sich keiner stellen möchte, zu denen, die verworfen sind. Und dann sehe ich Jesus, wie er zu Menschen hingeht, zu Aussätzigen geht, Aussätzige zu ihm kommen lässt, berührt diese Menschen, weil er die gesehen hat. Es brannte in seinem Herzen, diese Menschen auch zu erreichen. Und wir sind die Gemeinde hier vor Ort. Und es sollte auch unsere Sicht sein, dass wir uns um die kümmern, die es schwer haben.
Und hier werden Geschwister berichten, wie Gott sie gebraucht in einem Land, das zum Teil zu den Ärmsten dieser Welt gehörte. Ich glaube, heute ist Sierra Leone nicht mehr der unterste Teil, aber ist immer noch ziemlich weit unten. Menschen haben es dort schwer. Da ist so viel Korruption. Es könnte ein reiches Land sein. Da gibt es Diamantenminen, die Schätze hervorholen könnten und tun es. Aber das läuft alles in Kanälen, die nicht rein sind und irgendwie werden nicht die Armen da gesehen, sondern das wandert alles zu Menschen, die genug Geld haben. Und lasst uns mal hören, was Gott dort in dem Land tut. Wie gesagt, ich weiß selber nicht genau, was die Geschwister berichten werden, aber es freut mich sehr, dass sie hier sind. Die Intermission selbst hat in den letzten Jahren schon auch Afrika immer mehr in den Blick bekommen. In Indien ist Verfolgung, da ist es auch schwieriger zu wirken. Und die Intermission hat geschaut, wo sonst können wir Menschen helfen. Und natürlich ist Afrika ein Land, das schon seit vielen Jahren sehr bedürftig ist, vielleicht auch immer bedürftig war, ich weiß es gar nicht. Da hat Gott uns Türen geöffnet. Und ja, Sierra Leone ist eines dieser Länder und ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr davon erfahren. Michael wird sie übersetzen. Michael war selber Missionar in Sierra Leone, bis er mit zwei Kugeln irgendwie im Kopf zurückkommen musste, weil jemand ihn dort nicht haben wollte. Und Michael ist jetzt unser Vertreter dort und ich freue mich, dass er übersetzen wird. Er versteht auch die Mentalität viel besser, als ich das tue. Ja, lass uns zusammen schauen, was Gott uns sagen möchte und ich bitte noch ganz kurz. Danke, Vater, dass wir hier zusammen sein dürfen als deine Gemeinde, auch wenn wir hier nicht so riesig viele sind, aber wir sind hier zusammen, um auf dich zu hören, was du uns heute sagen willst. Und danke für die Brüder, die gekommen sind aus einem fernen Land, aus einer ganz anderen Kultur. Und danke, dass du dort am Wirken bist und dass sie uns heute berichten können, was du dort tust. Und wir bitten dich, dass du unsere Brüder segnest, dass du die Übersetzung segnest und dass du schenkst, dass wir erbaut werden. Danke, dass du überall deine Kinder hast und dass du durch sie wirkst, auch jetzt in unserer Mitte wirken willst. Und so segne du uns beim Hören, segne du uns beim, dann auch das mitnehmen, was du uns heute sagen willst. Amen. Ja, ich weiß nicht genau, wie du das jetzt gedacht hast, aber wir freuen uns, dass wir unsere Brüder hier haben. Ich habe gar nichts gedacht, aber machen wir das spontan. Gute Frage. Wie machen wir das? We start with Moses and he will share a few minutes and then come with me. Ja, wir waren schon ein bisschen busy die letzten Tage und es ist alles ein bisschen spontan manchmal und so kurz vorher habe ich Moses noch gesagt, dass er auch was beitragen soll, aber es ist alles kein Problem. Ich kenne Moses schon, das sage ich vielleicht kurz vorweg, schon sehr lange. Sein Vater kannte ich schon bereits, der war übrigens auch mal hier in Hannover nach einem Missionstag oder besser gesagt, damals hatten wir noch die Mitgliederversammlung und anschließend dann noch haben wir so ein paar Dias gezeigt, damals gab es noch Dias. Und da war sein Vater, hieß auch Moses Kanu, auch schon mal bei uns hier in Hannover. Und ich betone das immer wieder, ich kann gar nicht genug davon erzählen, ich bin immer wieder froh, dass wir ihn haben in Sierra Leone, weil er absolut zuverlässig ist und wirklich da einen guten Job macht. Also das mal so vorweg, während wir hier die Technik jetzt eingerichtet haben. And now it's up to you. I just said a few words to introduce you. And now it's here. Thank you very much. Vielen Dank. It's a pleasure to be here. And I really want to thank God. Und ich danke Gott dafür. This morning we were at the office.
Heute Morgen waren wir im Büro. And I sang a song in our local language. Und da habe ich ein Lied gesungen in unserer lokalen Sprache. And before I say something small, then I will sing this song. Und bevor because I was not informed to say something, but God uses your heart to bless people. Bevor ich was weiterrede, singe ich einfach dieses Lied. Es ist auf Krio, weil ich bin auch nicht so direkt vorbereitet, um viel zu sagen. Aber ich glaube, this is very good, so, nice song. Vielleicht der bekannteste, so den man in Sierra Leone unter Christen singt. You want James to sing with you? Yeah, you could. I'm sorry. It was, just an idea, just a suggestion. Michael doesn't want to sing the song. He knows it. Yes. But when he's in Germany, he sings in German. It's a short song. It says, tell am tenki, tell am tenki, tell Papa God tenki. Genau, tell, das ist ein kurzes Lied. Das sind die Worte auf Krio. Tell am tenki, tell, sagen, rede, sag Gott Dank. Ja. Tell am tenki, waiting he do for me. I will tell Papa God, thank you. Was er für mich getan hat, dafür danke ich Gott, Vater Gott, also Papa Gott. Tell am thank you, tell am, tell Papa God, thank you. Let we tell am thank you, tell am thank you, tell am. Tell Papa God thank you, what he do for me. We go tell him thank you, what he do for me. We go tell him thank you, tell him thank you, tell him. Tell Papa God thank you. That's the short song. Das ist das kurze Lied. And that's the testimony of all of our lives. Und das ist eigentlich das Zeugnis von unser aller Leben. It says in Psalms that everything that has breath should praise the Lord. Es heißt in dem Psalm, dass alles was Odem hat, Gott preisen soll. I have breath. Ich habe Brot. And I come from a country that you've never known, or you only hear about. Und ich komme aus einem Land, das weit weg ist und das viele von euch wahrscheinlich noch nie gesehen haben. And here is a person called Moses. Hier ist eine Person, die Moses heißt. And speaking in front of all of you today. Und die zu euch heute Abend spricht. That is a similar scenario of many, many children in my country. Das ist ein ähnliches Szenario wie für viele, viele Kinder in meinem Land. And thanks so much to Intermission. Und vielen Dank für Intermission. For changing those lives. Dass ihr Beitrag diese Leben, diese Kinderleben zu verändern. For the impact they have in their lives. Den Einfluss, den ihr auf deren Leben habt. For the young girls to go to school, it's always a challenge. Für die jungen Mädchen zur Schule gehen zu können, ist immer eine Herausforderung. Families prefer the young boys to go to school. Die Familien bevorzugen die Jungen, damit die zur Schule gehen können. Because girls are given into marriages. Weil die Mädchen dann schon früh verheiratet werden. And Intermission steps in. Und Intermission hilft auch da. Making sure that schools in the rural areas, um sicherzustellen, dass die Schulen in den ländlichen Gebieten, are provided with education, dafür sorgen, dass auch Mädchen an der Schulbildung teilhaben können. Because of the difficult economic scenario, wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage, parents will say, I don't have the money to send the girl child to school. Sagen die Eltern, wir haben kein Geld, die Mädchen zur Schule zu schicken. And with the funds provided, aber durch das, was von Intermission bereitgestellt wird, das Geld, the parents don't have an excuse not to send their children to school. Haben die Eltern keine Ausrede mehr, ihre Mädchen nicht zur Schule zu schicken. Because they provide uniforms. Weil wir Uniform, also Schuluniform. They provide feeding for them in school. Essen in den Schulen. And if I have an opportunity to have food in school, I will go to school.
Und wenn ich die Gelegenheit habe, in der Schule was zu essen zu bekommen, dann gehe ich zur Schule. And it's not only about going to school. Und geht nicht nur darum, zur Schule zu gehen. But the most important thing is about the word of God. Aber das Wichtigste ist das Wort Gottes. Because in school, that's where we need to capture them when they are young. Denn in der Schule, wenn die jung sind, da müssen wir sie erreichen. So we really, really want to appreciate Intermission for stepping in with so many projects in school education. Wir sind deshalb sehr dankbar für all die Schulprojekte, in denen Intermission hilft und unterstützt. But not only for sighted boys and girls. Nicht nur für Mädchen und Jungen, die sehen können, also Augenlicht haben. Since 2006 or thereabout. Sondern seit 2006 etwa. Intermission has been supporting the school for the blind. Unterstützt Intermission auch eine Blindenschule. These students were in a slaughterhouse. Diese Schüler haben sich in einer Schlachthalle versammelt. And that was wherein we went in with a project to check the area. Und da haben wir angefangen, uns umzusehen und wollten da ein Projekt in dieser Gegend unterstützen. And that was when we found these students. Und da haben wir diese Schüler, diese blinden Schüler, da vorgefunden. And to God be the glory, their lives have been changed today. Und Gott sei die Ehre, ihr Leben wurde verändert seitdem. Because these children, we have over 24, 25 who have gone through secondary education. Denn von denen sind inzwischen 24 oder 25 so weit, dass sie auch eine Sekundarschule besuchen. And they are now in college, and some of them are even teaching in the school. Oder besucht haben sogar schon, und einige sind weitergegangen jetzt auf der Universität. Manche sind auch Lehrer geworden, unterrichten selber. Intermission made sure that they did not only build the school and the hostels. Intermission hat nicht nur dafür gesorgt, dass eine Schule, eine Grundschule gebaut wurde und ein Wohnheim für diese blinden Jungen und Mädchen. We had difficulty to send these children to secondary school. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt, diese Kids zu anderen Sekundarschulen zu schicken. Now they have made sure that through the German government. Aber durch die deutsche Regierung, sprich das BMZ, we have a proposal to build a secondary school in their own environment. Haben wir die Möglichkeit, dort vor Ort, in ihrer Umgebung, mit der sie vertraut sind, eine Sekundarschule, eine inklusive Sekundarschule zu bauen. And that will be the first special needs school in the country. Und das wird die erste Schule dieser Art sein, eine erste inklusive Sekundarschule in Sierra Leone im Land. And we want to thank Intermission for that. And your support. Und wir wollen Intermission dafür danken und für eure Unterstützung. Another small project I will mention quickly. Anderes kleines Projekt werde ich noch kurz erwähnen. It's also the project of the circumcision of girls. Da geht es um die Beschneidung von Mädchen. Intermission has also helped us to make sure that we do our own part. In dem Bereich hat Intermission auch dafür gesorgt, dass wir etwas tun können. In making sure that that practice, um sicherzustellen oder um dafür zu sorgen, dass diese Praxis is stopped, beendet wird. Because these young girls, some as young as 3 years old, denn diese jungen Mädchen, manche erst 3 Jahre alt zum Beispiel, undergo circumcision. Durchleben diese Beschneidung, diese Genitalverstümmelung. And they go through the risk and the dangers involved. Und müssen das alles durchmachen samt all der Risiken und Nebenwirkungen, die das Ganze mit sich bringt. It is also a kind of cultural bondage. Es ist auch eine Art kulturelle Angelegenheit. From these parents and this group of women who initiate these young girls. Von diesen Frauen, die dafür sorgen, dass diese Mädchen dann initiiert werden in diese geheimen Gesellschaften. But they tend to say it's because of economic reasons.
Aber die sagen, also diese Beschneiderinnen, das ist aus wirtschaftlichen Gründen, dass sie davon abhängig sind, von dem Einkommen, das damit erwirtschaftet wird. Well, if it's for economic reasons, und wenn es aus wirtschaftlichen Gründen ist, thanks to intermission, dann dank Intermission, because they have provided economic funds, weil wir da Gelder zur Verfügung gestellt haben, to give to these women, diesen Frauen, for them to be gainfully engaged, zu ermöglichen, dass sie eine sinnvolle alternative Beschäftigung finden, so that they can stop, so dass sie damit aufhören können mit diesem Beschneidungsbrauch. I'm happy to be a part of that in changing lives. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ein Teil dieser lebensverändernden Sache sein darf. And more especially, I'm happy that I know Christ. Und vor allem bin ich glücklich und dankbar, dass ich Christus kenne. My dad has been a pastor all his life. Mein Vater war sein ganzes Leben Pastor. And I thank God for his life for raising me up. Und ich danke Gott für sein Leben, dass er mich großgezogen hat, to know Christ, Christus kennenzulernen, and to make a difference, und einen Unterschied auszumachen. And thank you for making a difference. Und danke auch an euch, dass ihr einen Unterschied macht. God bless. God bless you. Gott segne euch. Fliegender Wechsel. Okay, oder wolltest du noch was sagen? Peter, ja. James, it's your turn now. Also James, sage ich auch noch ganz kurz was dazu als Einleitung. James kenne ich sogar noch länger als Moses. Als ich damals als Missionar nach Sierra Leone gegangen bin, 1991, also wer jetzt schnell rechnen kann, der weiß, über 30 Jahre her. Da habe ich auch James kennengelernt. Damals waren wir beide noch jung, jetzt ist nur noch er jung. It's your turn. Go ahead. Good evening to you all. Guten Abend euch allen. I'm so happy to be here tonight. Ich bin so froh, heute Abend hier zu sein. When I was back home and I had this appointment to come to this church. Als ich zu Hause war und davon gehört habe, dass ich hier in dieser Gemeinde etwas beitragen soll. My understanding was I was coming to preach a message. Da war mein Verständnis, dass ich eine Botschaft, eine Predigt bringen sollte. But I have come to realize. Aber ich habe verstanden, that I am here to testify. Dass ich hier bin, um zu bezeugen. Of the work that Brother Michael, I call him Brother Michael, I'll tell you shortly. The work Brother Michael has been doing in Sierra Leone and Intermissions has been doing in Sierra Leone. Um zu bezeugen etwas von dem, was Brother Michael, also ich, Bruder ja, Michael und Intermission in Sierra Leone tun. To create a future for young people who otherwise would have had no future at all. Jungen Menschen eine Zukunft zu geben, die sonst keine Zukunft hätten. And to give them hope, und ihnen Hoffnung zu geben, where they will have been hopeless in life, wo sie sonst hoffnungslos wären in ihrem Leben. Peter made mention of Michael going to Sierra Leone and coming back with two bullets in his head. Peter hat es erwähnt, dass ich nach Sierra Leone gegangen bin als Missionar und mit zwei Kugeln im Kopf zurückgekommen bin. I saw him at the very last moment before he was flown from Sierra Leone back to Germany. Ich habe ihn gesehen, als er kurz bevor er ausgeflogen wurde nach Deutschland damals. And I will tell you why I think he was shot. Und ich erzähle euch, warum ich glaube, dass er angeschossen wurde. He was shot because he believed in helping people to give them a meaning in their lives. Er wurde angeschossen, weil er glaubte, dass es sinnvoll ist, Menschen zu helfen, um ihrem Leben eine Bedeutung zu geben. I came to know Michael in 1991. Ich habe Michael kennengelernt 1991. When things were very difficult for me.
als es ziemlich schwierig für mich war. My father was a police officer. Mein Vater war ein Polizist. Who retired and went back to his hometown. Der pensioniert war und dann in seine Heimatstadt zurückging. And left me with no one. Und mich allein gelassen hat, ohne irgendwas. Basically, he left me on the streets as a street child. Er hat mich eigentlich sozusagen als Straßenkind da zurückgelassen in Freetown. And Michael was always there. Und Michael war immer da. Before I knew that I would be coming to Germany, when I was communicating with Michael on emails. Als ich wusste, dass ich nach Deutschland komme und so ein bisschen mit Michael kommuniziert habe über E-Mail oder WhatsApp. I once told Michael, I said, Michael. Habe ich Michael einmal gesagt, Michael. You made me to believe in helping people. Du hast dafür gesorgt, dass ich daran glaube, anderen zu helfen. People who have no hope of having a better future. Menschen, die keine Hoffnung auf ein besseres Leben haben. And Michael helped to create a better future for me and to give me hope. And this is why I am here today. Und er hat, ja, wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, kann ich mich daran, I don't remember. I do remember. ja. I do remember. Ich erinnere mich daran, dass er dazu beigetragen hat, dass ich glaube, dass es richtig ist und gut ist, anderen Menschen zu helfen. So, this night, as I give my testimony, also wenn ich jetzt mein Zeugnis gebe, I'll give you this testimony on the topic, dann tue ich das unter der Überschrift Creating a Future and Giving Hope. Eine Zukunft schaffen und Hoffnung geben. And I bring you greetings from the church. Und ich leite hier Grüße weiter von der Gemeinde, that I started and I'm pastoring. Die ich begonnen habe und wo ich Pastor bin. They asked me to give you their greetings. Sie haben mich gebeten, die Grüße hier auszurichten. So, Galatians chapter 6, verses 2, 8 and 10. Galater 6, Vers 2, 8 und 10. Says, bear one another's burdens and fulfill the law of God. Tragt gegenseitig eure Lasten. Ich muss mal gleich mal ganz kurz hier die Bibel aufschlagen. Do not be deceived. God is not mocked. Just a minute. Okay. Galatians 2. Chapter 6. Verse 2. Okay. Now we go to verse. Genau, jetzt haben wir es. Also das ist jetzt hier, das habe ich gerade, gute Nacht, ich glaube ich. Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gibt. Okay, Vers 7 zu 10. Ja, dann noch ab Vers 7. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. And to 10? Yes, to 10, okay. Please. Wer auf dem Boden der menschlichen Selbstsucht sät, wird von ihr den Tod ernten. Wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von ihm unvergängliches Leben ernten. Wir wollen nicht müde werden, zu tun, was gut und recht ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. So, from these verses, there are four things. Von diesen Versen her gibt es vier Dinge. And it is on these four things that I want to give this testimony here. Und anhand dieser vier Dinge möchte ich etwas zeugnishaft sagen. It says to bear one another's burden. That is the first thing. Es heißt hier, die Lasten des anderen zu tragen. Das ist das Erste. And to avoid or prevent being deceived. Und zu vermeiden, getäuscht zu werden. And never to get tired
of doing good. Und niemals müde werden, Gutes zu tun. And making use of every opportunity we have to do good. Und jede Gelegenheit, die wir haben, zu nutzen, Gutes zu tun. The country that I am coming from, people are bearing different burdens. Das Land, aus dem ich komme, da tragen die Menschen ganz verschiedene Lasten. Which we are to help them carry, if we are to follow these verses. Die wir ihnen helfen zu tragen, wenn wir uns an diesem Vers orientieren. With the work Intermissions is doing in Sierra Leone. Ihr seht hier, was Intermission tut in Sierra Leone. For many children, going to school on an empty stomach is a burden. Für viele Kinder ist es eine Last, zur Schule gehen zu müssen, ohne was zu essen zu haben. Because there are so many families out there because of the poor economic situation. Denn aufgrund der armen wirtschaftlichen Verhältnisse gibt es so viele Eltern, who cannot provide lunch for their children to go to school. Die ihren Kindern kein Mittagessen geben können. And even after school, when the children come back home, wenn sie zur Schule gehen und selbst wenn sie dann anschließend nach der Schule nach Hause kommen, there is still no food ready, available. Gibt es kein Essen. I am a testimony of this. Ich bin selbst ein Zeugnis dessen. Because I am coming from a family. Denn ich komme aus einer Familie. Where my father, in der mein Vater, would never ever provide lunch for us in the morning to take to school. Würde niemals Mittagessen mit in die Schule uns geben. So we go to school on an empty stomach and come back home on an empty stomach. Also wir sind zur Schule gegangen mit einem leeren Magen und sind von der Schule zurückgekommen nach Hause auch mit einem leeren Magen. And I know how difficult and painful that is as a child to go to school on an empty stomach. Und ich weiß, wie schwierig das ist und wie schmerzhaft das ist, zur Schule zu gehen mit einem leeren Magen. And you stay in school for hours on an empty stomach. Und du sitzt da in der Schule stundenlang mit einem leeren Magen. Only to come back home and find out that, um dann von der Schule nach Hause zu kommen, um herauszufinden, there is no food available to eat. Dass es da auch kein Essen gibt. So most children wouldn't like to go to school in the morning. Also viele Kinder wollen nicht unbedingt morgens zur Schule gehen. So intermissions. Intermission. With the monies you are giving to them, mit dem Geld, was ihnen dann gegeben wird, and they are supporting the school that I founded, und da mit dem unter anderem die Schule unterstützt wird, die ich gegründet habe, we have not been able to provide food for them every day or every week. Wir waren früher auch nicht in der Lage, jeden Tag oder jede Woche Lebensmittel oder Essen für die Kinder zur Verfügung zu stellen. But at least like three times a month, once in a week. Ja, vielleicht we einmal. We alternated. Vielleicht einmal in der Woche oder einige Male im Monat. Also wir haben das immer so ein bisschen gewechselt. So when the children know that food is being provided, but they don't know when, and if they stay home, they are not going to get it, they come to school. Also die, genau, ihr versteht das ja. Nein, sie haben das immer so gemacht, immer so ein bisschen abgewechselt, nicht so regelmäßig, damit die Kinder regelmäßig zur Schule kommen und nicht wissen, aha, an dem Tag gibt es Essen und dann nur an dem Tag gehen, sondern so, here you see, regelmäßig zur Schule kommen. The women cooking the food for them. Ihr seht hier, die Frau and the children kocht very das happy Essen after eating. Und die Kinder sind sehr froh nach dem Essen. So for so many children, this is a burden. Für viele Kinder ist das wirklich eine Last. But the Bible says, bear one another's burdens. Wenn die Bibel sagt, dass wir die Lasten einander füreinander tragen sollen. And I'm here to testify that this is one thing that your monies are doing to keep these children in school and to keep them happy. Und ich sage euch hier, das ist eine Sache, die ihr tut, um diese Lasten mitzutragen, indem ihr dieses Geld gebt, was dann dafür verwendet wird, um diesen Kindern etwas zu essen zu bereiten in der Schule. There's also the burden for providing for children in difficult situations.
auch die Last, ja, für Kinder in schwierigen Situationen zu sorgen oder etwas ihnen zu geben. These are four children. Das sind vier Kinder. That are being directly sponsored by donors from Germany here. Die direkt durch Paten, Eltern der Intermission unterstützt wurden. And one day, und eines Tages, they went to school. Oh, on a Saturday, they didn't go to school. Es war am Samstag, da sind sie nicht zur Schule gegangen. But they were somewhere playing around and the parents went out. Sie waren irgendwo da in der Nachbarschaft, haben gespielt und die Eltern sind irgendwo anders hingegangen. And there was fire. Und es brach ein Feuer aus. And the entire house was burnt down. Und das komplette Haus wurde niedergebrannt. Everything these children owned. Alles, was diese Kinder besaßen. Everything their parents owned. Alles, was die Eltern besaßen. Was destroyed in the fire. War alles komplett zerstört durch dieses Feuer. Their uniforms, ihre books, Schuluniform, ihre Schulbücher. Everything. Alles. Burnt. Alles niedergebrannt. And so the following day they cannot go to school. Also sie konnten eigentlich überhaupt nicht mehr zur Schule gehen. And I have always believed, as I learned from him, that helping people is good. Und ich habe immer daran geglaubt, so wie ich das gelernt habe, dass es gut ist, Menschen zu helfen. But I didn't have the resources to help them. Aber ich hatte nicht die Möglichkeiten zu helfen. And I called Moses. Und ich habe Moses angerufen. Moses, four of the children being supported have become victims of a fire incident. Und ich habe gesagt, Moses, vier von diesen Kindern, die unterstützt werden von Intermission, sind diesem Feuer zum Opfer gefallen. And I sent photos and videos of the fire blazing. Und ich habe Fotos und Videos auch von diesem Feuer geschickt und von dem, was. Now these children are not coming to school. Das angerichtet. Und jetzt können diese Kinder nicht mehr zur Schule kommen. And Moses wrote to Brother Michael. Moses hat dann an Brother Michael geschrieben. And we provided for them. Und wir haben dann ihnen da etwas zur Verfügung gestellt und geholfen. Two pairs of uniforms each. Zwei Paar Uniformen. Two pairs of footwear. Zwei Paar Schuhe für Socks. Jeden. Socken. Used clothing in the bags you are seeing. Gebrauchte Kleidung. Books, everything they needed for school. Bücher, verschiedene Sachen, die sie brauchten für die Schule. And because there was no food, we also bought rice and gave to them. Und weil sie auch nichts zu essen hatten, haben wir auch Reis gekauft, um ihnen das zu geben. We didn't have it to give to them. Wir konnten ihnen das nicht geben. But we were bearing their burden. Aber wir haben ihre Lasten getragen. And we needed someone to help us carry this burden. Und wir brauchten jemanden, der uns geholfen hat, diese Last zu tragen. And when we got the money. Und als wir die Unterstützung bekamen, these children were able to go back to school. Waren diese Kinder wieder in der Lage, zur Schule zu gehen. You helped with that money to make sure that their future was not cut off. Ihr habt geholfen mit diesem Geld, um sicherzustellen, dass ihre Zukunft nicht einfach abgeschnitten wurde. With that money you helped to give them hope that there is somebody out there who loves them and cares for them. Mit diesem Geld habt ihr geholfen, dass sie auch erkennen, dass da draußen jemand ist, der für sie sorgt, der sie liebt. You see at the background, ihr seht da im Hintergrund, that's the house completely burnt. Da ist das Haus, was niedergebrannt wurde, komplett. There's also a burden. Es gibt auch eine Last. Of families sending their children to school or keeping them in school. Für einige Familien, die ihre Kinder zur Schule zu schicken oder sie auch dafür zu sorgen, dass sie in der Schule bleiben. When I started my church work in Mongegba, als ich meine Gemeindearbeit da in Mongegba, and I was going around to witness to people. Und als ich so umhergegangen bin, um Menschen Christus zu bezeugen in den Familien, in den Häusern. And I saw children in the stone quarry helping their people to break stones and sell. Sah ich Kinder da, die ihren Eltern geholfen haben im Steinbruch und diese Steine da zertrümmert haben. It pained my heart. Das hat mich wirklich in meinem Herzen berührt. And so,
With my own personal income. Also habe ich mit meinem eigenen persönlichen Einkommen I started helping angefangen zu helfen, send them to school or to keep them in school. Dafür zu sorgen, dass sie zur Schule gehen können und dass sie auch in der Schule bleiben können. But for many families, aber für viele Familien, even right now, sogar jetzt, in the morning they take their children to the stone quarries. Bringen die ihre Kinder da in den Steinbruch. And this little girl, dieses kleine Mädchen und da oben dies und and these ones, they remind me of my mother. Alle die erinnern mich an meine Mutter. My mother was the eldest of three children to their parents. Meine Mutter war die älteste von drei Kindern, die meine Eltern hatten. And she was not sent to school. Und sie wurde nicht zur Schule gesandt, geschickt. But she was made to do things like this. Aber sie konnte so etwas machen. To help raise money for the family. Um mit dem Geld, was sie damit verdient hat, zu helfen, der Familie zu helfen. To send her younger siblings to school. Um ihre jüngeren Geschwister, Zwillinge oder jüngere Geschwister zur Schule zu schicken. And at the age of 16, because she didn't go to school, she was married off to my father. Und im Alter von 16, denn sie wurde, sorry, she wurde. At the age of 16. Ja, als sie 16 war. She was married off to my to my father. Wurde sie mit meinem Vater verheiratet und wurde von zu Hause weggeschickt. Her younger sister. Ihre jüngere Schwester. Was educated and became a nurse. Hatte eine Ausbildung genossen und wurde Krankenschwester. The younger brother, der jüngere Bruder, was also educated and became a police officer. Hat auch eine Ausbildung genossen und wurde Polizist. And he attained a very high level in the police service. Und er hat eine relativ hohe Position da in der Polizei erreicht. But my mother lived and died as an illiterate. Aber meine Mutter hat als Analphabet gelebt und ist auch so gestorben. So, when I see young girls like this, und wenn ich junge Mädchen so wie diese sehe, I think of my mother whose future was cut off by her own parents. Denke ich an meine Mutter, deren Zukunft quasi abgeschnitten wurde durch ihre Eltern. I think of my mother who never had any hope. Ich denke an meine Mutter, die nie eine Hoffnung hatte. Of being somebody productive in the society. Jemand zu sein, der in der Gesellschaft etwas produktiv beiträgt. And when I come across these girls in Mongegba. Und wenn man da diese Mädchen trifft in Mongegba, I carry the burden. Dann trage ich diese Last. Because I don't want them to end like my mother did. Denn ich möchte nicht, dass sie so enden wie meine Mutter. And we need your partnership, your support. Und wir brauchen eure Unterstützung, eure Partnerschaft. To get these children off these quarries. Um diese Mädchen da, um diese Kinder rauszuholen aus solchen Steinbrüchen. We have the government has recently given us a piece of land to construct school for these children. Die Regierung hat uns vor kurzem ein Stück Land zur Verfügung gestellt, um da ein Schulgebäude zu errichten für diese Kinder. But the location of this land is closer to this quarry. Aber die Lage dieses Grundstücks ist nah an diesem Steinbruch. So in my mind I am now thinking. Also denke ich für mich jetzt, when the school is constructed here, wenn die Schule da gebaut wird, how would I feel? Wie fühle ich mich dann? To look through the window, aus dem Fenster zu gucken, just about 150 meters away, und nur 100 Meter entfernt, only to see children like this out of school. Sieht man Kinder, die nicht zur Schule gehen, so wie diese. But we can work together and carry this burden. Aber wir können zusammenarbeiten, um diese Last miteinander gemeinsam zu tragen. Like you have been doing to support intermissions. So wie ihr das getan habt, um die Intermission, die Arbeit der Intermission zu unterstützen.
Together we can do it. Zusammen, gemeinsam können wir das tun. We can do it to create a future for them. Wir können das tun, um damit eine Zukunft zu ermöglichen für diese Kinder. We have families who are carrying the burden. Wir haben Familien, die die Last tragen. Of taking care of children with special needs. Die es mit sich bringt, wenn man für Kinder sorgt, die behindert sind. This disabled woman is the mother of this girl. Diese behinderte Frau ist die Mutter dieses Mädchens. This girl was being sponsored by Intermissions, by somebody I sponsor here in Germany. Dieses Mädchen wurde von irgendjemandem hier in Deutschland unterstützt durch die Intermission. But this girl is epileptic. Aber dieses Mädchen ist Epileptikerin. Sometimes she goes to school, she gets the epilepsy attack there. Manchmal geht sie zur Schule und hat da einen epileptischen Anfall. Where we are keeping the school, there is no proper toilet facility. Da, wo die Schule ist, da gibt es keine vernünftigen Toiletten. So most of them go down the hill, there is a stream there. So gehen die meisten da ein bisschen steil bergab, da gibt es unten so einen Fluss. And one day, und eines Tages, she went down there, ging sie da runter, she got the attack, hatte einen epileptischen Anfall and fell into the stream. Und ist da in diesen Fluss gefallen. We would have lost her there. Wir hätten sie da verloren. But with God's intervention, there was somebody there who saw her and rescued her. Dank Gottes Eingreifen konnte sie gerettet werden, weil jemand sie da gesehen hat und geholfen hat. And the mother has given hope, given up on hope. Und die Mutter hatte eigentlich die Hoffnung aufgegeben. For her, she thinks this child has no future. Weil sie dachte oder gesagt hat, dieses Kind hat eigentlich keine Hoffnung, keine Zukunft. So there is no point continuing to go to school. Also braucht man eigentlich nicht weiter zur Schule zu gehen. This is a burden. Das ist eine Last. The scripture says, bear one another's burdens. Aber die Schrift sagt, tragt einander eure Lasten. For me, I have no idea how to help her. Ich habe ehrlich gesagt keine Idee, wie man ihr helfen kann. This boy is autistic. Dieser Junge ist Autist. It's a burden the parents are carrying. Es ist eine Last, die die Eltern zu tragen haben. And they are looking for someone to help them. And they know that Intermissions is behind us. Und sie suchen jemanden, der diese Last mitträgt, und sie wissen, dass Intermission hinter uns steht. This is a burden we have to share. Das ist die Last, die wir teilen und die wir miteinander tragen. I'll skip this one and keep to the school. Let's go. So, to create a future. Eine Zukunft zu schaffen for these children and many other children, für diese Kinder und für viele andere Kinder, we have to help the parents to bear the burdens. Müssen wir den Eltern helfen, die Lasten zu tragen. Another thing that this passage has asked us to do is to not to be deceived. Etwas anderes, das diese Textstelle uns aufträgt, ist nicht zu andere nicht zu zu Täuschung zu vermeiden. The churches in Sierra Leone need your support. Die Gemeinden in Sierra Leone brauchen auch eure Unterstützung. To help people not to be deceived. Um dazu beizutragen, dass Menschen nicht getäuscht werden. I will tell you something that some of the churches in my country are doing, deceiving people. Ich erzähle ein bisschen davon, was einige Leute in meinem Land tun, einige Kirchen, um Menschen zu täuschen. And this is something that I have seen with my own eyes. Und das ist, was ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. I was invited to a certain church in the east of Freetown. Ich wurde eingeladen in eine ganz bestimmte Gemeinde im Osten von Freetown. And in this church, und in dieser Gemeinde, there was a water well dug there. Gibt es einen Brunnen, Wasserbrunnen.
And the leader of this church, und der Leiter dieser Gemeinde, was playing on the minds of the members and deceiving them, hat mit den Gedanken der Gemeindemitglieder quasi gespielt und hat sie getäuscht. And telling them that in that well is the blood of Jesus. Indem er ihnen gesagt hat, in diesem Brunnen ist das Blut von Jesus. And that you can come with your water bottle. Und du kannst kommen mit deiner Wasserflasche. And buy the water. Und kannst Wasser kaufen. And take it to your home. Und mit nach Hause nehmen. And that water has the power to do every kind of miracle in your life. Und dieses Wasser hat die Kraft und die Macht, jedes Wunder in deinem Leben zu tun. And they are extorting a lot of monies from the hands of these people. Und die machen damit ziehen den Leuten damit eine ganze Menge Geld aus der Tasche. And you and I know that reaching out to the gospel to these people needs some support. Sorry. And you and I know, du und ich, wir wissen, that reaching out with the true gospel of Jesus Christ, dass wir das wahre Evangelium von Jesus Christus verkündigen sollen, needs support. Und dass das Unterstützung benötigt. In Freetown, the other day I shared a story of so many heads of some churches. Eines Tages habe ich in Freetown mal diese Geschichte erzählt, vielen Gemeindeleitern in Freetown. Every year they produce calendars. Ja, jedes Jahr werden da so Kalender hergestellt. And on these calendars you get the picture of the pastor like me, big one on that. Und auf diesen Kalendern dann platziert man dann auch das Porträt des Pastors, so wie ich zum Beispiel Pastor bin. And these calendars will be sold to the members at a very high price. Und diese Kalender werden dann den Gemeindemitgliedern zu einem sehr hohen Preis verkauft. Telling them that you hang this calendar in your sitting room. Und man erzählt den Gemeindemitgliedern dann, hängt das zu Hause auf bei euch im Wohnzimmer. When you have any problem, just stretch your hand to that calendar and pray. That problem will be solved. Und wenn du irgendein Problem hast, dann gehst du einfach zum Kalender und legst dann deine Hand auf das Bild des Pastors und all deine Probleme werden gelöst. Again, deceiving the people. Leute werden getäuscht, verführt. So, these are things we who preach the true gospel, like Paul said, we are not peddling the gospel. Das sind Dinge, die Paulus uns aufträgt, dass wir das wahre Evangelium weitergeben sollen, dass wir damit nicht Gewinn treiben sollen. That we should work together to help these people. Dass wir zusammenarbeiten sollen, um diesen Menschen zu helfen. To come to Christ. Zu Christus zu kommen. Through the true gospel. Durch das wahre Evangelium. So, what you have been doing, was ihr getan habt, to support intermissions, Intermissionen zu unterstützen, to help in situations like this, und dadurch in solchen Einrichtungen zu helfen, have been helping to create a good foundation, hat dazu beigetragen, eine gute Grundlage zu schaffen, for these children to have a better future and a hope, damit diese Kinder eine bessere Zukunft und eine Hoffnung haben. And because of this, Scripture says, do not get tired of doing good. Und weil diese Schriftstelle auch sagt, werd nicht müde, Gutes zu tun. It says, be not weary of doing good, for in due season. Man soll nicht nachlassen, Gutes zu tun. You will reap the reward if you faint not, if you don't get tired. Denn zur rechten Zeit wirst du dann auch die Ernte einbringen, wenn du nicht müde wirst. And this is what I'm here to encourage you. Und ich bin hier, um euch zu ermutigen. Michael would have decided, I don't want to go to Sierra Leone again. Michael hätte entscheiden können, ich gehe nicht mehr nach Sierra Leone. But because he believed, aber weil er glaubte, in helping people to create a future for them, dass es gut ist, Menschen zu helfen, um ihnen eine Zukunft zu ermöglichen,
he has always been coming back. Ist er immer wieder zurückgekommen nach Sierra Leone. And the fourth thing that this passage tells us that let us make use of every opportunity we have. Und ein viertes, das uns diese Bibelstelle sagt, ist jede Gelegenheit zu nutzen, Gutes zu tun, weil immer man die Möglichkeit hat. There are so many opportunities in Sierra Leone to help. Da gibt es sehr viele Gelegenheiten zu helfen in Sierra Leone. Moses has just spoken about young girls. Moses hat gerade über junge Mädchen gesprochen. Who are facing the risk and the dangers of circumcision. Die sich den Risiken und den Gefahren gegenübersehen, die die Beschneidung mit sich bringen. About 3 or 4 weeks ago, sorry, I didn't share this with you, Moses. About 3 or 4 weeks ago, I don't know if it is true, but I heard the story in Mongeba. Vor drei oder vier Wochen, ich weiß nicht, ob es wahr ist, ich habe auch mit Moses gar nicht drüber gesprochen, habe ich folgende Geschichte in Mongeba gehört. Of a girl von einem who passed away. Von einem Mädchen, die gestorben ist. Die gestorben ist in den Armen dieser Beschneiderinnen. I heard this. It was a rumor. I don't know if it was true. Es war ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber es kommt oft vor. But these things are happening in the provinces. Das passiert oft in den Provinzen. And nothing comes out of it. Und niemand spricht darüber. Es kommt nicht raus. It was just like yesterday I was sharing with Michael and Matthias. Gerade gestern habe ich das mit Michael und mit Matthias besprochen. About an 11-year-old girl who was attending our school. Ein 11-jähriges Mädchen, das unsere Schule besucht hat. And in the evening this girl went to watch football match in the community. Und abends ging dieses Mädchen raus, um Fußball zu gucken da in dem Dorf. And the game was being played until it started getting dark. Und das wurde dann ausgestrahlt, bis es dunkel wurde. And this 11-year-old girl was deceived by a 41-year-old man who was an assistant pastor in a certain church. Und dieses 11-jährige Mädchen wurde vergewaltigt durch einen 41-jährigen Hilfspastor einer christlichen Gemeinde. And she took this girl to the stream I told you about just now. Und er nahm dieses Mädchen zu diesem Fluss, von dem ich gerade erzählt habe. And he raped the girl. Hat sie vergewaltigt. Erst das Mädchen getäuscht, da durch diese Fußballveranstaltung, und dann anschließend da an diesem Fluss vergewaltigt. And the result of that rape. Und als Resultat dieser Vergewaltigung was that the girl was having the issue of fistula. Urine can't stay. Ja, als Resultat hatte sie halt körperliche Beschwerden, dass sie keinen Urin halten konnte, Fisteln und so weiter. And so this girl's future so was wurde cut short. Die Zukunft dieses Mädchens zerstört. Because she left school, she was ashamed. Denn sie hat die Schule verlassen, weil sie sich geschämt hat. And the painful thing, the thing that pained me most of that story is that the elder brother. Und das Traurige und das Schmerzhafte an dieser Geschichte, was mich am meisten schmerzt, ist, dass ihr älterer Bruder, with whom the younger sister, the 11-year-old sister was staying, mit dem die dieses Mädchen, das 11-jährige Mädchen zusammengelebt hat, compromised the situation and received money as compensation and let him go, and the girl und continue to suffer. Und einfach Geld entgegengenommen hat, um die Sache zu vertuschen und um nicht weiter darüber zu sprechen, und dadurch das Mädchen dann leiden musste. This afternoon when I was in the office in Intermissions, I made a call to Freetown. Als ich heute Nachmittag im Büro von Intermission war, habe ich nach Freetown angerufen. And I spoke to my assistant pastor. Und ich habe mit meinem Assistenzpastor gesprochen. Please go to that house, that 11-year-old girl by then, who should be 14 now. Bitte geh zu dem Haus von diesem 11-jährigen Mädchen, die müsste inzwischen 14 sein. And speak to the relatives. I want to know. Und sprich mit den Verwandten. Ich möchte wissen. One, if the problem of fistula
has been solved. Ob dieses Fistelproblem noch besteht oder behoben ist. Two, I want to know if the girl is now going to school. Und zweitens möchte ich wissen, ob das Mädchen jetzt zur Schule geht. And the pastor went there. Und der Pastor ging dahin. And I even said, if the girl is there, you take her photo and send to me. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn das Mädchen da ist, dann mach ein Foto und schick mir das. But she was not there because they sent her away. Aber das Mädchen war nicht da, weil sie es weggeschickt haben. But they told him that the girl was not going to school. Aber sie haben ihm gesagt, dass das Mädchen nicht mehr zur Schule geht. But that they took her for medical care and the problem of fistula has been solved. Aber sie haben sie ins Krankenhaus gebracht und diese Probleme sind wohl offensichtlich beseitigt. The girl that I just showed you just now with the epileptic problem. Dieses Mädchen, das ich euch gerade gezeigt habe mit dem Epileptikproblem. She was also sexually violated. Sie wurde auch raped. Sexuell missbraucht. Vergewaltigt. So, in this area where I am working, where I have the church and the school. In der Gegend, wo ich arbeite, wo ich die Gemeinde und auch die Schule habe. There is this problem of sexual violence against children, abusing children sexually. Gibt es dieses Problem von sexueller Gewalt gegen Mädchen? And the thing that worries me most about it is that the parents. Und das, was mich am meisten beunruhigt, ist, dass die Eltern almost always compromise with the situation, and the perpetrators are never punished. Sich immer irgendwie mit der Situation abfinden und die eigentlich Schuldigen nicht verfolgt werden. We need to change the mindset of the parents. Wir müssen das Denken der Eltern verändern. We need to sensitize them. They need to know. Wir müssen sie sensibilisieren. Sie müssen wissen. They need to realize that it is not about themselves, but it is about the children, their future, their lives. Und erkennen, dass es nicht um sie selbst geht, sondern um die Kinder. Es ist ihre Zukunft. Das ist die Zukunft des Landes. Otherwise, even though in my country a law has been passed for life imprisonment for those who sexually violate children, the law is just not working because they are compromising the situation. In meinem Land wurde ein Gesetz verabschiedet, das lebenslange Strafen vorsieht für Sexualstraftäter, für Menschen, die Kinder missbrauchen oder Vergewaltigungen durchführen. Aber es ist schlicht und einfach so, dass das Gesetz nicht durchführt. Es wird kompromittiert. So we need to work together and carry this burden of changing the mindset. Wir müssen zusammenarbeiten und das Denken verändern. Of the families. Denken der Familien. And now we have the opportunity to do that. Und wir haben die Gelegenheit, das zu tun. It is never too late. Es ist nie zu spät. We can work together. Wir können zusammenarbeiten. To create a future for these children. Und eine Zukunft für diese Kinder schaffen. And give them hope. Und ihnen Hoffnung geben. Thank you very much. Vielen Dank. Ja, wir haben soeben so einiges gehört aus Sierra Leone. Auch vieles sehr Bedrückendes, was da so geschieht. Und ja, man fragt sich, was können wir tun? Wie können wir helfen? Man kann natürlich sagen, okay, wir schicken genug Geld dahin, aber das schaffen wir nicht. Aber was wir tun können, ist zu dem Allmächtigen zu beten, diese Not vor ihm zu bringen. Er ist derjenige, dem all das Gold, all die Diamanten gehören. Er kann helfen. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch eine Zeit zum Gebet einfach uns nehmen und einfach die Not vor dem Herrn bringen. Und dass wir so auch die Lasten einander tragen, indem wir es mitnehmen, indem wir es vor dem Herrn immer wieder bringen. Lass uns jetzt eine Zeit einfach des Gebets haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit und lass uns diese Zeit so auch gut nutzen. Ich würde sagen, das Gebet ist einfach frei. Betet einfach laut, bringt das vor dem Herrn. Und ich mache dann den Schluss.
Danke, Herr, dass wir zu dir uns wenden dürfen. Du bist der Herr der Ernte. Du bist der Herr jeder christlichen Arbeit. Du bist der Herr unserer Gemeinde. Du bist der Herr der Gemeinden der ganzen Welt. Danke, dass wir dein Leib sein dürfen. Und Jesus, du siehst die Not in vielen dieser Länder. Heute haben wir so einiges von der Not in Sierra Leone gehört. Ja, danke, dass du dich noch mehr besorgt siehst bei all diesen Dingen, die da geschehen, bei all der Not, die da ist. Und danke, dass du jemand bist, der gerade sich aufstreckt, den Armen zu helfen, den Elenden, den Geringen, den Waisen und Witwen. Danke, dass du uns dazu auch ermutigst. Und Jesus, so bitten wir dich, dass du doch die Arbeit dort segnest, in dem Land, in Sierra Leone, auch in vielen anderen afrikanischen Ländern. Wir bitten dich, dass du dich dort verherrlichst. Und da, wo so viel Verdrehtheit, so viel Kaputtheit ist, Jesus, wir bitten dich, dass du, ja, dass du dort Veränderung hineinbringst. Jesus, tu du das durch deine Diener. Tu du das durch Menschen, die dich lieben, die für dich einstehen, die die Not erkennen und ja, sich damit hineinbringen. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du das tust und hilf uns zu sehen, wie wir helfen können. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir nicht isoliert sind, dass wir ein Leib sind, alle, die an dich glauben, alle, die wir dich angenommen haben. Und Jesus, so bitten wir dich, dass du durch deinen Leib wirkst. Und Herr, du kennst die Not und du kennst die vielen, die dich noch nicht kennen. Herr, errette du noch viele. Wirke du mächtig in all diesen Ländern und hilf uns, als dein Leib das mitzutragen. So segne du uns jetzt auch weiter beim Nachdenken. Und ja, wir bitten dich, dass du dich verherrlichst, immer wieder in unserer Mitte, hier bei uns direkt vor Ort, aber auch überall, wo deine Kinder zusammenkommen, dass du dich dort wunderbar verherrlichst. Amen. Noch ein kurzer Hinweis, am Samstag findet der Intermissionstag statt ab 14 Uhr und ihr seid dazu auch ganz herzlich eingeladen. Die Brüder werden dann auch da sein, aber es geht dann noch um noch viel mehr. Intermission ist ja nicht nur das bisschen, was wir gerade jetzt gehört haben. Das große Land Indien ist uns auf dem Herzen, noch viele andere afrikanische Länder sind uns auf dem Herzen. Nepal, jetzt auch Sri Lanka, seit kurzem Madagaskar, alles Länder, die so viel Elend haben. Ja, und ich lade euch gerne dazu ein, dass ihr dazu kommt, nicht nur um das Elend zu hören, sondern zu hören, was Gott dort tut und wie wir vielleicht dort auch mit hineingenommen werden können. Also wie gesagt, herzliche Einladung zu kommen. Und ja, ich möchte euch noch mal ganz kurz segnen. Lieber Herr Jesus, sei du jetzt auch weiter mit uns. Geh du mit uns, geh du uns voran. Und danke, dass wir ja, in deinem Namen hier zusammen sein durften und dass wir auch wieder zu uns zurückgehen können, in unsere Häuser, wissend, du gehst mit uns. Du gehst in dem Namen des Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.